Ich würde gerne ein Spiel mit dir ausprobieren. Ja. Das ist ein kleines Experiment. Ein Praktikant, der gerade ein studienbezogenes Praktikum bei uns im Team macht, Jens Furtwängler, kann nicht Blockflöte spielen. Und da dachte ich, Mensch, dann lern's doch. Du hast eine Woche Zeit, Blockflöte zu spielen. Und danach spielst du uns hier Filmmelodien vor und wir erraten sie. Ist wirklich so. Also er hat keine Ahnung von diesem Musikinstrument. Er hat ein kleines Videotagebuch gemacht, um zu dokumentieren, wie fortgeschritten er in sein Blockflötenspiel gekommen ist. Ich bin selbst sehr gespannt. Jens hatte eine Woche Zeit. Hier ist ein kurzes Tagebuch. Leute, super Spielidee. Kann einer von euch Flöte spielen? Ja. Nein. Jens, du hast eine Woche lang Zeit, um Flöte spielen zu lernen. Ab jetzt. Machst du dein Projekt. Hier kommt sein großer Auftritt. Hier ist er mit einer mega Flöten-Performance. Hier ist Jens Furtwängler! Also, Jens, bist du aufgeregt? Gar nicht. Okay, kannst du noch mal ganz kurz bestätigen für unsere Notare zu Hause, du hattest wirklich nur eine Woche Zeit und hast davor noch nie eine Flöte in der Hand gehabt. Richtig, ja. Das hätte ich dir auch bestätigen können. Also das, das sieht man. Das sieht man jetzt. Ja. Okay, du spielst uns jetzt Filmmelodien vor. Wer zuerst glaubt, es zu wissen, drückt einen Buzzer. Und wer es richtig hat, bekommt einen Punkt. Gut. Bist du bereit, Jens? Okay, es kann losgehen. Das macht irgendwas. Ist das Zurück in die Zukunft? Nein. Völlig falsch. Völlig falsch, okay. Total falsch. Entschuldigung, okay. Ist das ein sehr alter Film? Ja. Ja? Das kann ich sagen. Du hast jetzt noch eine Chance. Ich darf es nicht mehr. Ich spiel noch mal. Muss ich drücken? Ja. Brösel. Nein. Wie heißt denn das noch? Drei Aschenbrösel. Drei Brösel? Wie heißt denn dieser Weihnachtsfilm? Drei Aschenbrösel. War es das? Nein. Okay, dann haben wir es beide nicht. Was ist gewinnt? Casablanca. Oh. Na, Casablanca! Oh, Casablanca. Ja, Mist, aber toll gespielt. Toll gespielt. Okay. Ja, man kann es, jetzt könnte man es hören. Ja, okay. Hat nicht im Rhythmus gespielt, das hat es vielleicht nicht. Ich finde auch, also für eine Woche finde ich das echt eine ganz schlechte Performance. Was? Wir wollten ihn noch gerade loben. Ja, nein, du hast sehr, jetzt, sehr gut. Jetzt kommt du machst was das ganz toll, Jens, ganz toll, wirklich. Ich bin sehr stolz auf dich. Das gibt ein ganz tolles Praktikumszeug. Okay. Also jetzt will ich es aber wissen. Bereit? Ja. Entschuldigung, der Pate. Ja. Yeah! Oh! Das war was. Aber der war super. Das war super. Du steigerst dich, ganz toll jetzt. Mhm.
Okay, wir machen weiter. So, jetzt liegst du 1-0 vorne, oder was? Ich habe jetzt einen Punkt, ja. Und du nicht. Ich Nein, das merke ich. Ganz gut. Ja, ich habe keinen Punkt. Und du nicht. Okay. Ja. Jens, geht's dir gut? Ja. Kein Schlaganfall. Fang doch nochmal an. Fang nochmal von vorne an. Wir sind da an was Großem dran. Das kenne ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen. Ist der schon raus, der Film? Ja. Ganz kurz, darf ich mal die Band fragen, hättet ihr eine Ahnung? Nein. Okay, gut. Ich weiß es. Jens, wir Sensationell. Und du hast dich ja nicht verspielt. Okay, nee, eine Chance. Okay. Okay. Kann doch mal ein Stück weiterspielen? Ja, dann machen wir doch noch mal ein anderes vielleicht. Ja. Anderes? Mach doch noch mal ein anderes. Mach noch mal ein anderes. Oder was war denn das? Das war toll. Das war Lose Yourself. Was? Aus 8 Mile. Dafür war es sensationell gut. Sehr gut. Hätte ich nie drauf bekommen. Sehr gut. Aber also ein Rap auf einer Flöte zu spielen, ist natürlich... Also wenn man es weiß, war es gut. Wenn man es weiß, sollte. Hammer. Super gut. Ich glaube, es ist Feueralarm. Weiß jemand aus dem Publikum? Ja. Ruf rein. Ja? Titanic? Miss Marple? Auch nicht. Titanic? Titanic? Aber gut. Du meinst unter Wasser, wenn der schon unter Wasser steht. Dann ist aber gut. Hier, Stand by Me da hinten. Nein. Stand by Me. Aber Schiff ist schon mal die richtige Richtung. Schiff ist richtig? Dann mach noch mal, wir denken an ein Schiff. Okay. Ich sag Moby Dick. Nee, das wär's gewesen. Fluch der Karibik? Ja. Ja, komm. Hä? Ja. 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 Sehr gut. Ah, Mist. Nee, aber na nah dran. Aber ist kein Punkt für dich. Da muss ich jetzt streng sein. Wieso? Kann ich nicht mit dem zusammen sozusagen, dass man sagt, wir beide? Ihr seid kein Team. Ich bin nicht im Team. Du bist nicht in seinem Team. Tut mir leid. Das ist ein Punkt für dich übrigens. Du hast eine Tüte Popcorn gewonnen. Oh. So viele Fragen. Wie viele Lieder kommen denn noch? Ich weiß nicht, 12, 13, wir haben die ganze Nacht Zeit. War eine lange Woche, ja. Ich will das Kai angucken. Das hast du alles in einer Woche gelernt? Ja. Wahnsinn, das ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Das ist fantastisch. Also, Gott, er hat in die Flöte reingelassen. Das ist das Lustigste, okay, was ich seit Wochen gesehen habe. Danke, jetzt. So, jetzt ein... Konzentration jetzt. Ja, jetzt los. Ja, bitte. Ja, ich weiß, ja. Das ist so gut. Das machen wir jetzt jede Woche. Entschuldigung, okay. Weil du hast eine Woche, um Geige zu lernen. Das ist das. Okay. Okay. Puh, ja. Los. Los geht's. Eben habe ich gedacht, Doch, das ist bekannt. Ja, das haben wir schon aufgeachtet. Das ist ein ganz bekannter. Es ist jetzt kein Arthouse-Film aus den 20ern. Titanic. Nein. Ha! Wer hat das gesagt? Du hast gesagt Titanic. Sogar ich hab's gehört. Herr der Ringe hat er gesagt. Was hast du dir gesagt? Ja. Ja. Es war Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe, meine ich ja. Meinte ich doch. Meinte ich doch. Herr der Ringe habe ich gemeint. Ich dachte, ich bin ganz nonchalant. Ich lasse den Punkt gelten für Kai. Wirklich? Nee, wir ziehen das jetzt weiter durch. Ist das denn ein Joker? Es ist gar kein Joker-Publikum, oder? Es ist kein Joker-Publikum. Das sind ganz einfache Leute. Das sind ganz einfache Leute, die haben wir von der Straße in Hauen Eberschein auf in den Bus rein. Das gibt's doch gar nicht. Bus abgeschlossen und geschoben. Das gibt's doch nicht. Mir wurde gesagt, auf die kann man sich verlassen. Ja, mir auch. Ja, gut. So, jetzt aber. Jetzt wenn ich jetzt keinen Punkt kriege. Du kriegst einen Punkt.
Anfang ist, ist ja, da wusste man es. Jurassic Park? Ja. Nein! Ja! Ja! Also, du bist echt. Ja! Ah, tut mir leid! Aber ich es war auch fantastisch gespielt. Es war, der Anfang war super. Es war super gespielt und ich wusste es nicht. Super, wir spielen weiter, komm! Gut. Jetzt wird's gemütlich, ne? Ja, jetzt macht mir Spaß, weil das hätte ich auch gleich gesagt. Ja. Mit Jurassic Park. Ich lass mir jetzt extra Zeit. Ich bewege mich ganz langsam. Spiel doch mal so gut. Ich bin soweit, Jens. Okay. Bist du auch soweit? Okay. Ich bin bereit. Ja. Bin immer bereit. Ja. Okay. Das war aber gut. Das kenne ich auch. Bitte darf ich den Anfang nochmal hören, einfach nur für mich. Mach bitte den Anfang nochmal. Mach es bitte noch einmal. Oh, bitte, hat einen Punkt. Harry Potter. Nee. Nein. Mist. Aber es war so gut. Es war so nah dran. Das erkennt man. Ja? Ja. Okay, ja, spiel's noch mal. Ja. Mach bitte den Anfang. Ich hab's erkannt. Mit der Flöte eine Frage stellen. Jetzt. Ich weiß auch nicht. Komm, ich klinke dir. Mission Impossible! Ja. Alter! Bist du dabei? Ja, ich gucke mir Fußball. Dann spiele mal was von der Sportschau. Aber toll! Ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir machen noch mal eins. Der nächste Punkt ist der goldene Schuss. Hast du gesagt Mission Impossible? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Aber der Anfang war schwierig. Es war Mission Impossible 3. Ja. Ja. Es war nicht, ach so. Ja. Meine Herren. Okay, bereit? Nein, ja. Aber ich... Ist es Ghostbusters? Wir drücken beide. Ghostbusters! Ja! Unentschieden! Ein riesen Kompliment, Jens! Ganz, ganz großartig! Ganz, ganz großartig! Jens, Fußball, Ladies and Gentlemen!